circa 55% der Gesamtkosten, die eine Kuh verursacht, entfallen auf das Futter. Und deshalb möchte ich heute mal mit meinem Besucher Elias als Futterexperte über das Thema Futtereffizienz sprechen. Hallo, liebe Freunde auf MyQTube. Hier ist wieder Helmut aus dem schönsten Dorf an der Isar im Landkreis Gifhorn. Und hallo, Elias. Hallo. Die wirtschaftliche Bedeutung anhand der Kosten für unser Futter ist ja ganz enorm. Ja, weil wir natürlich mit der Kuh einen Grundfutterverwerter haben. Genau. Und einen Grundfutterverwerter im hohen Maße. Wir haben also Grundfutter, wie du schon sagst, das ist also das Futter, was wir selbst erzeugen. Und wir haben eben Ergänzungsfutter, das sind die Futtermittel, die wir eventuell auch auf dem Acker erzeugen oder zukaufen müssen. Und das Grundfutter ist ja erstmal auch, kann ja auch ganz unterschiedliche Kosten verursachen. Aber die Kosten ist das eine, die eine Seite. Wir müssen ja auch sehen, mit den Kosten, die das Grundfutter zum Beispiel verursacht, welche Qualitäten erzielen wir. Ja, und da sind wir natürlich, weil gerade wo du vorhin das Grundfutter ansprachst, sind wir natürlich extrem witterungsabhängig. Was wir die letzten Jahre ja leidlich erfahren mussten, dass das auch mal in andere Richtungen laufen kann, wie wir es vorher gesehen haben. Mhm. Aber die Futtereffizienz als solches wird ja praktisch zusammengefasst. Grundfutter plus Ergänzungsfutter, Ausgleichsfutter und so weiter. In einem Satz kann man das definieren, was ist Futtereffizienz. Futtereffizienz ist, oder ich sage es selber mal, ist eigentlich die Beziehung zwischen dem eingesetzten Futter und dem und der Leistung der Milchleistung. Der Milch. Wie gesagt, bei der Kuh erfassen wir ja die Milchleistung. Verhältnis. Genau, das okay. Verhältnis. Mhm. Wie können wir, welche Möglichkeiten haben wir, das, dieses Verhältnis zu verbessern? Schwieriges Thema, weil wir uns ja in der Kuhfütterung, das muss man ganz offen und ehrlich sagen, mit, ich sag mal, 70-80% schwer verdaubarem Material, also schon für die Kuh schwer verdaubar, für uns als Mensch überhaupt nicht verdaubarem Material beschäftigen. Mhm. Von daher sind wir ja von der Seite schon ziemlich schlecht aufgestellt. Ja. Das darf man halt nicht vergessen. Und so ist es halt ganz wichtig, dass wir das Zusammenspiel zwischen hochwertig verdaubarem Material der Kuh und diesem eher niedrigen verdaubaren Potenzial der Kühe in die Waage kriegen. Mhm. So. Das heißt, ich darf nicht nur auf das Unverdaubare setzen oder nicht nur auf das Hochverdaubare, sondern ich muss da irgendwo so den Mittelweg zwischenfinden. Ja. Und es muss genau auch auf die Kuh abgestimmt sein, also auf die durchschnittliche Leistung jeder einzelnen Herde. Es gibt ja auch eine Kennzahl für diese Futtereffizienz. Kannst du da was zu sagen? Also man sagt ungefähr, wenn du ein Kilo Futtertrockenmasse, wenn das ungefähr 7 Megajoule hat, kann man damit rechnerisch, weil wir arbeiten immer mit dem Tier, leichte Abweichungen sind immer möglich, sagt man, kann man ungefähr 2 Kilo Milch erzeugen. Ja. Das heißt, wenn hier 20 Kilo Trockenmasse gefressen werden, im besten Fall schaffen wir beim Grundfutter oft nicht. Mit 7,0 Megajoule habe ich ungefähr 40 Liter Milch, kann ich erzeugen. Wie du schon gesagt hast, Grassilage ist natürlich schwer verdaulich, haben wir die Werte nicht. Und wir haben ja auch noch einen Erhaltungsbedarf. Natürlich, klar. Aber es ist eben bei dem Milchleistungsfutter so 1:2, genau, wie du gesagt hast. Und als weitere Kennzahl kann man ja sagen, pro Kilo erzeugter Milch setzen wir 1,5 Kilo Trockenmasse der Gesamtration ein. Das ist zum Beispiel in meiner Herde so, wir haben im Moment eine Leistung von 33 Kilo Milch pro Kuh und wir füttern 22 Kilo Trockenmasse Aufnahme pro Kuh. Das ist vielleicht sogar noch etwas mehr, aber rein rechnerisch kann man sagen, diese Kennzahl liegt bei uns also bei 1,5. Ja. 1,5 Kilo Milch pro Kilo Trockenmasseaufnahme. Ja. Und das ist ein Wert, den man so auch anstrebt. Richtig. Genau.
Ja, du hast eben auch von der nicht essbaren Biomasse gesprochen, die natürlich hier auch eine große Rolle spielt bei der Futtereffizienz, insbesondere unsere Grassilage. Genau. Und da gibt es natürlich große... Da gibt es große Unterschiede. Ja. Ich kann natürlich, klar, Schnittzeitpunkt, ganz entscheidender Faktor. Mhm. Gräserzusammensetzung müssen wir in den letzten Jahren wesentlich stärker diskutieren. Trockenheit, Trockenresistenz und so weiter und so fort. Düngung spielt dann alles natürlich auch mit rein. Mhm. Was viele vergessen, es spielt auch der Aufschluss der Silagen mit rein. Ne? Zum Beispiel eine Grassilage, wenn ich die lang habe, sie nicht in der Kuh so effizient, wie wenn ich sie möglichst kurz habe. Ja. Mhm. Darüber muss man sich, wenn man über Futtereffizienz spricht, auch rein. Und dann, das habe ich ja von euch auch gelernt, spielt ja der Trockenmassegehalt der Gesamtration auch eine wichtige Rolle für die Futteraufnahme der Kuh. Kannst du da noch was zu sagen? Wir wissen, je trockener das wird, also die Gesamtration wird am Po, desto schlechter wird das Futteraufnahmevermögen, weil die Kuh das dann selber einspeichern muss und so weiter und so fort. So. Und der optimale Gehalt in so einer Teigmenge liegt bei knapp unter 40% TS. Mhm. Ja? Es gibt natürlich auch das andere Extrem auf 35 runter, aber ich sage, solange wir bei 37-38% Trockenmasse liegen, ist das alles in Ordnung. Mhm. Okay, und diese Informationen, die müssen wir jetzt erstmal verdauen. Und deshalb sagen wir für heute erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.